Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Path of Titans Played by Demon. Ja, zeitlich bin ich momentan super eingespannt. Ich habe es wieder nicht geschafft, ein Video rauszubringen, aber jetzt nehme ich den Anlass und nehme einfach die Zeit, dass der Alberta Ceratops ist released worden und ist damit der zweite in der Folge von den Stretch Goals. Also momentan scheint es wohl so, dass sie echt ein schlechtes Gewissen haben, was ihr Release-Datum vom Pre-Release ist. Den wollten sie ja im September schon rausbringen, hat da nicht geklappt. Jetzt haben sie den Sarcosuchu und jetzt den Alberto Cerato. Ne, Alberto Ceratops. Genau, Alberto Ceratops, so heißt er. Dass ich es rauskriege. Aber nicht lang schnacken. Schauen wir uns an, was er kann, was er tut, wie er ausschaut. Dann sehen wir uns gleich im Spiel. Bis gleich. So. Ja, genau. Ich immer mit meinem So. Das gibt mir so auf den Keks. Aber irgendwie ist das so eine gute Einleitung. So. Nee, geht mir voll auf die Nerven. Hier ist er. Unser toller Alberto Ceratops. Genau, Alberto Ceratops. Sehr schön. Ich finde richtig nice mit den Haken da oben. Die Natur hat schon manchmal seltsame Ideen. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Talons Point. Natürlich Talons, wo überall und jeder ist. Weil ich möchte ja jetzt mal schauen, wie er hier kämpft und so weiter. Ja, also er hat hier auch eine Sonderfähigkeit und zwar diesen Sturmangriff. Wir können dann, der dauert zwar eine Minute, bis der dann wieder abklingt, aber dann kann er richtig Gas geben. Zum Verfolgen oder zum Abhauen. Ich habe es noch nicht getestet, ich weiß es nicht. Müssen wir erstmal testen. Aber ich glaube als erstes, ich finde, der läuft ein bisschen arg langsam. Der könnte es ruhig so ein bisschen galoppieren. Aber ich möchte es hier nicht meinen schönen Galoppiermodus einschalten. Oder doch? Ach komm, machen wir. Galoppiermodus an. Jetzt hat. Ui, es läuft ein bisschen schneller. Witzig. Okay, naja. Oh doch. Gibt ganz schön Gas. Ding, 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 ding. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den Jingle da einspielen kann, dass der so dieses. So wie es bei Fred Feuerstein immer war. Das finde ich immer ganz witzig. Wenn irgendwelche Viecher rennen. Oh, es regnet halt schon wieder. Echt jedes Mal. Jetzt habe ich extra gewartet, weil nämlich als ich angefangen habe zu spielen, hat es auch geregnet. Dann hat es aufgehört. Dann war die Sonne da. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt nehme ich auf und jetzt pisst schon wieder. Ich habe, oh, echt, es geht mir auf den Sack. Immer dieses Pisswetter hier. Das könnten sie ruhig mal wegtun. Ich finde es bei schönem Wetter viel schöner. So ab und zu mal Regen, okay, aber nicht alle drei Minuten. Naja, jetzt bleibe ich mal hier und schrei mal ein bisschen durch die Gegend. Mal schauen, vielleicht hört uns jemand, kommt ein Sarko aus dem Wasser geschossen, wahrscheinlich frisst mich dann. Aber jetzt machen wir erstmal die ganzen Calls. Also, einmal, ach ja genau, Ansel. Ja genau, Ansel geht nicht. Ja, für diese Funktion wird ein unterstütztes Spiel benötigt. Warum geht's bei mir nicht und bei allen anderen geht's? Ich könnte kotzen, ich habe den neuesten Mod drin, den neuesten. Na, wie heißt's? Den neuesten? Ja. Treiber? Mein Gott. Demenz lässt grüßen. Den neuesten Treiber drauf geht trotzdem nicht. Aber jetzt machen wir mal den One-Call. Okay. Witzig finde ich ja, dass die so eine Art Schnäbel vorne haben, ne? Hat sich der Papagei wahrscheinlich abgeguckt. Hat er gesagt, ach Mensch, der Schnabel gefällt mir, den nehme ich auch. Fupp. Hat er den Schnabel gehabt. Okay, dann die 2. Okay, das ist eher so ein Raunen, aber nice. Also vom Sound selber her finde ich gut. Ob das jetzt für ein Friendly Call passend ist, weiß ich nicht. Okay, aber hört sich sehr gut an. Okay, das ist ein Dreier Call. Der passt, sieht aggressiv aus, ja. Hilferuf. Ach süß, wie er sein Pfötchen hebt. Schaut's mal. Didet. Ding. Okay. Dann 5. Mhm.
schütteln. Dann 6. Ach, die Ballerina. Okay, dann 7. Das finde ich ganz gut. Das gefällt mir. Aber dieses Strecken, ich weiß nicht, was kann man denn damit sagen? Oh, ich bin müde. Ich strecke mich mal oder was? Weil ich würde ja gern mit meinen anderen Dino-Freunden hier interagieren, ohne dass ich großartig quatschen muss, weil das ist doch der Sinn und Zweck von meiner Meinung nach von hier, von dem Ganzen, ja. Okay, das ist, da ist nichts. Und dann noch den F-Call. Okay. Hört sich an wie ein gut gezerrter Furz. Naja. Gut, wollen wir mal nicht zu pingelig sein. So, jetzt geht der Nebel langsam weg. Das ist schön. Uiuiui. Hoffentlich ist hier weit und breit kein Dino-Kroko. Kein Mega-Krok. Ich habe keine Ahnung, wie stark oder irgendwie oder was der kleine Mann hier ist. Wir laufen. Uiuiuiui. Ich habe bald keine Energie mehr. Ja, beim Laufen hat er gute Ausdauer, das finde ich schon mal gut. Aber er ist schon recht langsam, ne? So, und ich gehe jetzt hier nach Talons Point und mache einfach mal einen auf Aggro. Einfach nur, um zu sehen, was er für einen Schaden anrichtet, was er selber aushält. Ich glaube, mit so einem Krog. Oh, da. Oh, jetzt kommen sie alle. Bling, bling. Sind sie alle gespawnt, die guten Dudes. Oh, oh. Tja, da ist schon ein Kumpel von mir. Und die Fliegen kommen auch. Haha. Okay. Ja, ich weiß auch, mir fällt es immer irgendwie total schwer, so aggro zu sein, wenn sie alle so lieb und nett sind. Schau mal, wie sie schön beieinander stehen. Kann irgendeinen finden, mal schaut, der alleine rumsteht. Nicht, wenn sie da so auf dem Haufen sind. Vielleicht folgt mir ja einer unauffällig. Den wuchs ich dann ab. Oh, da ist. Uiuiui, da ist aber echt einiges los. Oh, ich will jetzt aber trotzdem irgendwann meinen T-Rex haben. Weil T-Rex, Leute, ist auch ein Stretch Goal. Vielleicht haben wir ja Glück und sie bringen irgendwann einen T-Rex rein. Das würde mich so freuen. Das würde ich so abartig feiern. Ich stehe auf die Apexe. Okay, da ist jetzt der. Was ich auch geil fände, wäre so ein Paarungsritual. Also wirklich, dass man paaren kann und dann kann man Eier legen. Mal schauen, vielleicht kommt es ja noch. Das fände ich total schön. Aber Leute, Krokodil schaut schon geil aus, gell? Ja, ach Gott, wie süß, ja. Ich frage jetzt einfach mal, ob jemand da ist, der Bock hat, mit mir zu kämpfen. Okay, Leute. Also, ich habe jetzt hier ein Spino gefunden. Und mit dem werde ich mich jetzt mal kurz duellieren. Okay, also der Tail-Treffer ist jetzt gar nicht so schlimm. Okay. Okay, der Biss. Schon besser. So, jetzt habe ich mal angegriffen. Mal schauen, wie viel das jetzt ist. Er schreibt gerade. Also, ich habe relativ wenig vom Tail bekommen. Oh, ein Sechstel. Okay. So, ich glaube, jetzt haben wir alles getestet. So, ja, dann haben wir jetzt gesehen, also
Der Run-Effekt ist tatsächlich stärker, ungefähr die, also doppelt so stark wie ein normaler. Wie normaler Angriff. Also von daher ist es schon ganz ordentlich. So, und es regnet halt schon wieder. Ich glaube, ich kämpfe jetzt mit dem hier mal. Oh, der blutet. Komm. Komm. Hit me. Oh, das macht Blut. Schau. Der blutet ganz schön lang. So, komm, hopp, Dreier. Okay, gut. Oh. Oh. Okay. Das ging schnell, aber gut, ich war schon ein bisschen angeschlagen, aber der blutet auch, der wird wahrscheinlich auch bald sterben. So, dann würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich wollte einfach nur mal die Mechaniken testen und rausgefunden haben wir, dass also der Run-Attack oder der Ambush-Attack, dass der stärker ausfällt als der normale. Das finde ich ziemlich gut. Da rennt er auch schnell. Dann hält er aber trotzdem ziemlich viel aus. Also es ist ungefähr ein Drittel. Energie geht weg, wenn man gebissen wird von einem Spinosaurus. Das heißt, man kann hier doch relativ gut in der Gruppe kann man doch die Großen sehr gut bekämpfen. Also ich denke, dass der schon recht interessant ist. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sage ich mal, seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Path of Titans, played by Demon. Ciao, euer Demon.